Also ich heiße Isgard Waller, arbeite bei der Stiftung Demokratische Jugend, bin dort Projektleiterin für das Projekt Jugendnetz Berlin.de und in erster Linie auch für das Portal zum Landesprogramm zuständig, was auch Jugendnetz Berlin.de heißt. Ja, mein absolutes Lieblingsprojekt ist im Moment das Thema E-Partizipation und insbesondere die Allianz für E-Partizipation. Das hätte ich nicht gedacht, dass dieser Zusammenschluss, den sich so drei Stiftungen mal überlegt hatten, im Garten sitzend, so viel Zugkraft hat, also mit 27 Unterzeichnern und so weiter. Also das ist so ein Projekt, was Spaß macht. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass auch genau dieses Thema E-Partizipation das Thema ist, was uns noch eine Weile beschäftigen wird. Auf diesem Gautinger Internettreffen zum Beispiel ist es mir an verschiedenen Ecken wieder begegnet und auch in Berlin merke ich immer wieder, dass es das Thema ist, mit verschiedenen Facetten, die das eben hat. Also Beteiligung von Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen und da ist das Spektrum ja total weit. Na, auf jeden Fall muss man natürlich auf jugendnetz-berlin.de gehen. Da gibt es den Menüpunkt E-Partizipation. Da ist auch die Gründungserklärung drin. Und da gibt es auch die nächsten Termine. Also im Juni zum Beispiel eine Tagung zum Thema E-Partizipation. Und die Allianz ist so gestrickt, dass man jederzeit einsteigen kann. Und dass es halt tatsächlich auch sehr niedrigschwellig ist von den Inhalten und für alle, die sich auskennen, aber immer noch interessant genug ist.